So, hoho, weiter geht's. Wir waren stehen geblieben in einem Minenschacht. Und wir sind ziemlich hoch, Level 50, Blocktiefe. Und wir müssen langsam mal schauen, dass wir runterkommen. Und hier ist dieser Minenschacht schon zu Ende. Also haben wir, glaube ich, erstmal genug. Ich kann jetzt auch etwas deutlicher reden, weil gerade keiner mehr am Schlafen ist oder anderweitig davon genervt werden kann. Das ist ja schon mal ganz praktisch. Ist das jetzt hier Eisen? Quatsch, ist das jetzt Zimmer oder ist das? Das hat wieder unser neues Miners Backpack gepackt. Ich frage mich gerade, ob das Silber ist, Zinn oder sogar Blei. Edelsteine können wir gut gebrauchen. Wie viel Kohle haben wir? Ach, wir können ja hier ein bisschen mehr sammeln jetzt mit dem Backpack. Und sorry wegen den Autos, wegen dem Lärm, was die hier verursachen, aber ich brauche gerade wirklich mal Luft. Und ja, ich habe die vorherige Folge gerade auch erst aufgenommen, da hatte ich schon die ganze Zeit keine Luft. Also ich habe das Fenster normalerweise immer offen, weil ich immer Luft brauche. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist. Oh fuck, oh fuck. Aber sehr schlau. Oh, jetzt ruckelt's. Schnell ein paar Fackeln hinsetzen. Was ist das da eigentlich? Ach, ich weiß, was das ist. Kann ich aber gerade. Ich weiß nicht, ob ich mich halt ändern kann. Weil ich muss dann die Taste dazu drücken, die ich auch für die Aufnahme brauche, um diese roten Streifen wegmachen zu können. Ich mache das mal kurz. So. Muss ich dann halt zusammenschneiden. Gut, auf jeden Fall sind wir schon mal 10 Block tiefer. Auch wenn ein bisschen ungewollt. Aber das ist hier kein Minenschacht mehr. Aber hier, da hinten ist Lava. Gehen wir mal in die Richtung. Ich könnte auch langsam mal Redstone gebrauchen. Ach, Gold ist auch gut. Das ist Blei, glaube ich. Und das ist entweder Zinn oder Silber. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich kann auf jeden Fall beides brauchen. Also Zinn, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also Zinn und Kupfer ist neben den Standardrohstoffen am wichtigsten. Also neben Kohle und Eisen. Besonders für den Anfang. Ändert sich dann natürlich mit der Zeit. Ja, das passt doch. Warum auch immer so geordnet machen, geht doch auch so. So, Fackeln brauchen wir ein paar. Kriegen wir hin. Versuche immer offene Fenster, zum Beispiel die Karte mit Escape zu schließen. Ja, da will ich aber eh nicht lang. Ich will eher so in die Richtung.
werde diese Autos, ne? Den ganzen Tag von morgens bis nachts. Ich war gerade ein bisschen ruhiger, weil ich versucht habe, diese Monster zu orten. Boah, da sehe ich auch oben links wieder eine Hammerschlucht. Hälfte Wasser, Hälfte Lava und ziemlich breit. Oh, eine Kiste. Gibt's auch. Stahl. Ah, Stahl können wir sehr gut gebrauchen. Ist nämlich relativ schwierig am Anfang herzustellen. Ich einschneiden. Und obwohl es gibt auch einen ungewollten Trick, Stahl effizienter herzustellen. Aber normalerweise braucht man erstmal 3-4 Spieltage, bis man Stahl herstellen kann. Und jetzt haben wir es einfach gefunden. Das wird uns auf jeden Fall boosten. Ich hoffe, das ist ein Dungeon, weil er Cobblestone ist. Hm. Zombie Spawner. Noch eine Kiste. Schlüssel. Oh. Power 1 Enchantment braucht man nicht. Das ist vom Bogen. Eisen nehmen wir. Ach. Jetzt haben wir keinen Platz. Alles rein mit der. Oh. Quarz braucht niemand. Krieg ich da nicht noch irgendwas rein hier? Ah, Redstone. Sehr gut. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ein Gunpowder bringt auch ziemlich wenig. Redstone nehmen wir, Zinn nehmen wir, Kupfer nehmen wir. Ein Iron lohnt sich nicht. Oh, genau deswegen will ich es nicht auf der Leiste haben. So, was haben wir hier noch? Gerade fälschlicherweise aufgenommen. Noch. Was haben wir hier? Emeralds, sehr gut. Ja, Eisen haben wir eigentlich genug. Tormium brauchen wir, wie gesagt, nicht. Ich guck immer cool. Ich dachte, das wäre ein Lavabecken. Schade. Was wir auf der Karte gesehen haben. Aber hier geht es ein bisschen tiefer. Das ist auch kein Lavabecken. Ich würde aber erstmal nicht in die Schlucht gehen und weiter diese Minenschächte erkunden, die sind auch ganz cool, finde ich. Können wir natürlich auch noch ein zweites Mal das Backpack machen. Also ich vermute, dass das Zinn ist und deswegen nehme ich das mit, weil Zinn braucht man echt viel. Versuchen wir jetzt hier kurz runter zu graben. Einfach mal auf gut Glück, dass hier vielleicht Diamanten sind. Weil wir jetzt schon so schön tief sind. Ich gehe mal auf 12 runter. Ich höre Zombies. Oh, hier ist ziemlich viel Lava auch. Ja, dann werde ich mich doch wohl in Richtung Lava graben. Redstone, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nicht, dass er wieder unter die Lava kommt. Oder mitten rein. Ah, sehr gut. Lavasee. Lavaseen sind halt deswegen gut, weil die offen sind, eine offene Fläche haben und dann kann es halt sein, dass da Diamanten rumschwirren, da muss man nicht in einen massiven Block reingraben. Also bevor ich nicht 5 Diamanten gefunden habe, gehe ich hier erstmal nicht raus.
Außer ich komme anderwertig irgendwie nicht weiter oder so. Ah, das ist Ferrus. Oh. Ferrus Erz. Ist auch ziemlich wichtig. Ich glaube, da war gerade ein Mr. Skeleton. Ich will nicht, dass du mich in die Lava schießt. Ne, habe ich falsch gesehen. Redstone brauchen wir einiges. Dann sind wir schon in den Tiefen angekommen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie dieses Erz heißt. Nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Ach, diese komischen Edelsteine lasse ich jetzt auch mal sein. Aber dieses Ferrus-Ohr ist ziemlich wertvoll. So. Ein Stück sogar. Okay. Können wir mal kurz gucken, wie das hieß. Ach, Nikolai, genau. Ja, da braucht man auf jeden Fall extrem viel von, wenn man damit was anfangen will. Aber ich glaube, dass wir ein bisschen davon gebrauchen können. Also ich halte hier gerade Shift, dann kann ich nicht in die Lava kommen. Gold. Jolt. Wie kriegen wir das denn jetzt am besten? Genau, Obsidian brauchen wir auch noch. Dafür brauchen wir aber erst eine Diamantenspitzhacke. Ohne funktioniert das nicht. Ach genau, wofür haben wir denn den Wassereimer mitgenommen? Genau, für solche Situationen. Das ist dann auch das Obsidian. Für die Leute, die es halt nicht kennen. Ich versuche halt so ein bisschen, das auch für Leute zu erklären, die nicht so in Minecraft drin sind und sogar vielleicht dafür zu begeistern, besonders für das Feed the Beast Pack, das ich wirklich sehr liebe, dass man da alles machen kann, ist echt krass. Redstone. Noch keine Diamanten. Manchmal hat man echt Glück und manchmal eben nicht. Der Lavasee, der ging hinten noch weiter, habe ich gesehen. Aber nicht viel. Schade. Kommt die Lava jetzt hier rein? Ein Creeper. Oh fuck, und hier ist überall Lava. Oh fuck. Das ist ja echt gefährlich. Oh fuck. Nein! Scheiße! Das ist typisch Minecraft. Ja, unsere Eisenrüstung hält sich aber ganz gut.
Ich habe gerade auch noch irgendwie Zombie nachher. Ich weiß nicht, ob ich kein Schwert habe, und da kommt noch ein Zombie. Fuck. Richtig scheiße. Richtig scheiße. Ich hau ab. Puh. Das hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht, ey. Erstmal ein scheiß Schwert craften. Boah. Mit Emeralds, nein. Oh, wir haben gar keine Sticks mehr, ne? Verdammter Mist. Keine Sticks sind ziemlich scheiße. Wirklich ziemlich scheiße. Einschneiden. Ich kann mich aber auch nicht straight nach oben bauen, weil dann vielleicht Lava auf meinem Kopf fließt. Und dann werde ich die Minentor doch erstmal vorerst abbrechen. Wir können glaube ich auch erstmal was ohne Diamanten machen. Noch was getrunken. Dann nehme ich halt die Starschaufel. Nee, brauche ich nicht. Ja, Sticks haben wir nicht. Scheiße. Silber den Schutzlos ausgeliefert. Den ganzen Monstern. Und besonders den Creepern. Gar nicht mehr dran gedacht. Hier in der Nähe ist auch kein. Kein Minensystem. Ah, oh, da ist ein Minensystem in die Richtung. Dort zu machen, um dahin zu kommen. Oder kann man noch durch irgendeine andere Ebene vielleicht? Ich glaube, ich grabe mich einfach nach oben jetzt. Einfach mal direkt damit an. Wir können auf der Karte immer sehen, ob Lava über uns ist. Draußen gewittert es anscheinend. Da ist irgendein Fluss. Ein See, meine ich. Ein Fluss. Da hinten ist auch eine fette Schlucht. Das ist alles interessant. Also auch vielleicht ganz gut, dass wir jetzt unsere Rohstoffe schon mal sichern können. Oh nein, oh nein. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Zu lang kein Mal gespielt. Immer eine Fackel da unten hin nach. Falls Gravel runterkommt.
gut. Hoffentlich sind wir jetzt nicht noch unter einem Berg. Da müssen wir uns durch den ganzen Berg graben. Vielleicht nehme ich diesmal auch etwas länger auf. Kann ich dann ja in Parts unterteilen. Irgendwie ist das nur doof, wenn man so ein bisschen spielt und noch nicht so wirklich was erreicht hat. Unter einem See. Gut, dann werden wir nur trinken. Na, das könnte passen. Ja, es regnet. Oh, fuck. Alter, der mich erschreckt. Na gut, bis nach Hause ist nicht so weit, das ist sehr gut. Erstmal Holz. Mr. Skeleton. Alles wegwerfen. Nein, Zombie. Geht die Sonne gerade auf oder unter? Ich glaube, ich habe einfach. Nein! Oh. Die Sonne kann doch nicht untergehen, wenn schon Zombies da sind. Weil die kommen erst, wenn es wirklich dunkel ist. Das kann ich dann auch beim Schlafen, wenn Zombies in der Nähe sind. Ich kann nicht schlafen, wenn Zombies in der Nähe sind. Ja. Ah, geht. Puh. Dann haben wir die erste Höhlentour doch mal hinter uns. Und auch mal eine Tür machen. Zwei am besten. So, jetzt kann ich auch endlich mal wieder ein bisschen entspannen. Nicht die ganze Zeit hier Angst vor Monstern. Ach du Scheiße. Aha. So. Sehr schön. Ich mach mal noch eine Kiste oder am besten drei Stück. Ne, drei kriege ich nicht hin, zwei kriege ich auch nicht hin. Muss auf jeden Fall gleich Holz holen. Ich wollte das eigentlich mal ein bisschen ordnen, aber ich hau jetzt erstmal kurz alles rein. Und dann hole ich dann geordnet die Sachen wieder raus. Hier mache ich mal eine Kiste hin. Ich hole die auch gleich vielleicht mal beschriften, die Kisten, das mache ich ganz gerne. So, hier haben wir jetzt Erze. Das ist Erz. Das zähle ich auch als Erz. Barren. Das hier. Der Rest eigentlich nicht, ja, außer Stahl.
ist das hier die Erzkiste. Packe ich mal hier dann alles Erz rein. Okay, es reicht leider nicht. Dann nehme ich die hier weg. Wie war das? Man kann halt viel zu dies gewinnt, größere, also geräumigere Kisten. Copper to Iron, Normal Chest to Iron Chest Upgrade. Das brauchen wir. Brauchen wir ein Holz und 8 Eisen. Tin, Tin. Haben wir nicht noch Eisen gehabt? Ja, haben wir glaube ich komplett eine Rüstung draus gemacht. Dann brauchen wir jetzt Eisen. Kohle. 8 Stück brauchen wir, ne? So. Ja. Das ist doch auch Erz. Wie mache ich das am besten? Ich weiß wie. Ja, hier Stein. Pack ich Steine drauf. Lass ich hier drauf. Also. Ja. Lass ich jetzt erstmal so, weil es lustig aussieht. Oh, das war falsch. 8 Eisen. Holz brauchen wir. Ich mach mal direkt dann 2. Vielleicht war Kupfer, ein Kupferchest besser. Aber hier sehen wir, haben wir schon doppelt so viel Platz. Ist dann halt wie 2 Kisten. Ist natürlich ziemlich praktisch. Ja, hier die Erze. Und hier können wir dann eigentlich die anderen Rohstoffe reintun. Das hier sind alles Rohstoffe. Ja, jetzt die anorganischen Rohstoffe, also tierische und pflanzliche Produkte tue ich erstmal nicht rein. Dann habe ich meistens immer noch eine Kiste mit Tools, eine mit und eine mit Pflanzen und also organischen Rohstoffen. Ja, das lasse ich hier erstmal so drin, weil wir dann nicht so viel haben insgesamt davon. Und das tue ich dann hier rein. Gut, das kommt da rein. Zack. Ja, als nächstes brauchen wir auf jeden Fall Holz. Birkenholz auch. Wolle und String habe ich nicht mehr, ne? Ah doch, String habe ich. Ich bräuchte aber eigentlich noch 2 String, dann hätte ich mir 3 Wolle machen können und damit ich ein portables Bett habe. Ah, dann gehen wir einfach auf Schafsuche. Mal die Kartoffeln hier kochen auch. Will ich bald möglichst auch Fenster machen, aber wir brauchen erstmal ein Setup von den nötigsten Maschinen. Und vorher gehe ich aber auf jeden Fall Holz holen, weil Holz brauchen wir dafür glaube ich auch. Und davor mache ich mir ein Schwert und eine Schaufel. Ja. Genau. Hat er nicht noch
2 Holz, das ist gut. Haben wir gerade so eben noch genug. Okay, ein Stick haben wir über. Du musstest das auch essen. Unsere Baustelle da. Karte. So. Ich glaube aber, dass ich keine Birken mehr finden werde. Aber ich schlage jetzt einfach mal ein paar Bäume. Mal gucken, wo hier ein guter Platz ist, wo ich das Wasser runterlassen kann. Dann können wir da mal hochschwimmen. Das ist die schnellste Methode. Ja, eigentlich braucht das ja nicht gerade runterfließen. Wäre zwar optimaler, aber vielleicht hier. Ich mache das einfach mal. Sie sehen eigentlich wie Birken aus. Letztes Mal war es dann trotzdem irgendwie Jungle Wood, meine ich. So, dann können wir da mal hochschwimmen. Ich glaube, das könnte. Ja, Birchwood. Yes, sehr gut. Genau das Richtige. Da bin ich jetzt froh drüber. Ich freue mich schon, wenn wir die ersten Maschinen und elektronischen oder elektrischen Tools machen. Zum Beispiel eine Motorsäge und so. Das geht dann alles noch schneller. Wird dann alles mit Energie aufgeladen. Das finde ich alles eigentlich ganz cool. Aber mit dem blauen Saphir hier geht das auch schon relativ schnell. Also schneller als mit Eisen. Ich glaube, ich werde mir jetzt 4 Stacks hier schlagen. Und ich bin ja erstmal zu faul, um das hier neu zu pflanzen, weil es ist auch noch nicht unser Destination-Ort hier. Ist ja ein Zwischenort. Final Destination. Ja. Eigentlich auch für so eine gute Situation, das vorzuspulen, aber irgendwie will ich dann auch was dabei erzählen. Gucken. Ah, haben wir schon über einen Stack. Geht ja doch relativ fix. Ey, geht gleich die Sonne schon wieder unter? Das gibt's ja nicht. Minecraft-Tage sind echt kurz. Vielleicht werde ich hier gerade so eine 2-3 Stunden Session sogar machen. Also bevor es dunkel wird, gehe ich gleich wieder. Muss erstmal reichen an Holz. Wir kommen durch das Wasser dann ja auch wieder schnell hoch und runter. So. Da ist schon der Creeper. Scheiße, so schnell ging das. Gerade runter wäre doch optimaler gewesen, aber einen geraden Abhang haben wir hier nicht. Luft schnappen. Ist auch schwierig, eine Treppe hier in so einem steilen Hang runterzubauen. Deswegen will ich jetzt auch gleich mal versuchen, schon das Jetpack zu machen. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Diamanten und sowas machen können. Aber ich meine schon.
Hammer. 1,75 Stacks. Bam. Bam. Genau, jetzt können wir auch mal diese Handsäge machen. Da brauchen wir auch ein bisschen Eisen. Sticks. Wie war das jetzt nochmal? Ah. Gut. Ja, die können wir für Holz noch benutzen. Bam. Brauche ich zumindest hier mal die zweite Reihe fertig. Eben kurz. So. Und dann würde ich hier eigentlich ganz gerne ja, ein paar Maschinen bauen. Das erste, was mir einfällt, ist eben dieser Pulverizer. Ich glaube, das mit dem mit den Autos nervt extrem. Ich mach doch mal das Fenster zu. So halb zu mache ich das. Muss ich gleich auch Sport machen. Kann ich doch nicht so lange aufnehmen. Okay, wir haben den Pulverizer, beziehungsweise wir wollen den machen. Machen wir erstmal einen Piston. Wir brauchen mehrere Pistons. Mache ich direkt mal 8 Stück. Dafür brauchen wir Holz, Cobblestone, Eisen, Redstone. Okay. Cobblestone haben wir. Eisen haben wir, Holz haben wir, Redstone. Dann mache ich mal kurz ein Project Table, das fällt mir gerade ein. Da brauchen wir eine Chest für. Zeige ich gleich, was das kann. Wir müssen 3 Steine erstmal. Ich mache mal direkt 8, weil eine Kohle halt 8 Dinger macht. 4 Holz, 3 Steine, eine Crafting Bench und eine Chest. Oh, hätte ich in den Eisenofen reintun sollen. Düdelum. Düdelum. Zack. So, Project Table. Zack. Der Symmetriewegen machen wir denn jetzt mal kurz. Wie ging das nochmal? So. Zu einem Eisenofen. 1, 2, 2. Doch hat Kohle aufgenommen, auch so ein Backpack. So, hier können wir dann Sachen reinlegen, hier können wir auch ein Rezept reinlegen, das dann immer direkt angezeigt wird. Beziehungsweise wenn die Sachen hier drin liegen und das Rezept drin liegt, dann kann man einfach hier draufklicken und dann kriegen wir die Sachen raus, müssen wir die gar nicht mehr hier reintun. Rezept. Aber ich muss auf Klo mehr gerade. Ich weiß nicht mal, wie diese Rezepte gehen. Ich mache mal kurz eine Aufnahmepause und gehe auf Klo. Bis gleich. So. Boah, diese Folge zu schneiden wird a pain in the ass, das merke ich jetzt schon. Wenn ich so oft die Aufnahme drücke und wegdrücke, auch wenn ich diese roten Streifen immer habe, wenn ich F9 drücke. Ich erinnere mich,
ein bisschen wie die Rezepte, wie man so ein Rezept machen konnte. Da braucht man irgendwelche Blumen, aber nicht diese Blumen. Irgendwie, ja genau, diese Blumen, Indigo. Ich mach mal kurz. Ich bin einfach zu schnell. Ich kann nicht so schnell reden, wie ich denke. Indigo Flowers habe ich U gedrückt für Utility oder Utilize, wofür man es halt benutzen kann. Und ja, dann braucht man dieses Indigo Dye. Wo finde ich das denn jetzt hier vielleicht? Ja, da, genau. Blank Plan heißt das. R für Rezept. Papier. Und da brauchen wir halt diese Indigo Flowers. Papier kann ich hier eben kurz machen. Ach ja, wir wollen ja das hier anbauen und die Rubber Trees anbauen. Genau, wir brauchen auf jeden Fall Rubber, fällt mir gerade ein. Und dafür brauche ich wieder Dirt, um die anzubauen. Ich mache mal kurz ein Papier. Oder auch drei. Dann hole ich mir. Also suche ich mal diese Pflanzen, hole mir Dreck. Ja genau, Bäume brauchen wir nicht mehr. Gucken, ob ich hier diese Pflanzen schon sehe. Nur gelbe. Ich glaube, diese Pflanzen gibt es auch nur in einem bestimmten Biom, fällt mir gerade ein. In einem bestimmten Waldbiom, glaube ich. Weiß ich aber nicht mehr welcher. Welches Biom. Ich muss auf jeden Fall in der Zukunft Dinge off-camera machen, weil viele Dinge einfach so lange dauern. Ich kann natürlich auch immer vorspulen, aber das wird dann auch zu lange zum Rendern und zum Hochladen wieder. Also ich lade jetzt bei der Folge 1, bei dem Re-Upload, das sind fast 4 GB, da lade ich dann 8 bis 10 Stunden hoch. Also ich sehe jetzt keine dieser Blumen hier. Aber ich brauche Dirt. Und ich brauche noch einen zweiten Eimer kurz. Folgen und Zeitaufwand. Im Endeffekt muss das halt auch irgendwie